Das polnische Weihnachtsmenü umfasst 12 Gänge. Neben den Hauptgerichten, wie etwa der Rote-Bete-Suppe oder dem Karpfen, gibt es natürlich eine leckere Beilage. In diesem Video erfährst du, wie man Sauerkraut mit Erbsen zubereitet. Schau mal rein! Eingeblendet siehst du nun die Liste der Zutaten. Du kannst einen Screenshot machen oder das Rezept in der Beschreibung nachlesen. Weiche die Erbsen am Vorabend in kaltem Wasser ein. Gieße am folgenden Tag das Wasser ab und koche die Erbsen in einem Topf mit frischem Wasser auf. Füge Lorbeerblätter und Nelkenpfeffer hinzu und koche das Ganze ca. 30 Minuten. Hacke in der Zwischenzeit das Sauerkraut klein. Nimm einen Topf und füge das gehackte Sauerkraut hinzu. Koche das Sauerkraut im Wasser ca. 20 Minuten, bis es weich wird. Sammle den Schaum im Topf mit einem Löffel auf. Schneide in der Zwischenzeit die Zwiebel in kleine Würfel. Nimm das gekochte Sauerkraut und stelle es ab. Nimm eine Pfanne und schmelze darin die Butter. Brate auf dem Butterschmalz die Zwiebel so lange an, bis die Würfel goldbraun werden. Füge das gekochte Sauerkraut hinzu und brate das Ganze weiter. Würze das Sauerkraut mit Salz und Pfeffer und vermische alles gründlich. Gib noch Majoran hinzu und vermische das Ganze.
Schütte zum Schluss zu dem Sauerkraut noch die Erbsen hinzu. Brate alles kurz weiter. Dein Sauerkraut mit Erbsen ist fertig. Schütte es aus der Pfanne in eine Schüssel hinein. Smatschnego. Hast du unser Rezept ausprobiert? Schreibe uns, ob dir diese Beilage fürs polnische Weihnachtsessen geschmeckt hat. Wir freuen uns auf dein Feedback.